Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Wahrheiten, die für den Rest des Jahres 2023 enthüllt werden. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 23. Mai 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr erfreut, euch diesen Fortschrittsbericht zu geben. Wir wissen, dass viele von euch Suchende sind und ihr seid schon sehr lange Suchende. Wir möchten, dass ihr wisst, dass dies eine Zeit ist, in der mehr von der Wahrheit offenbart wird und durch die Offenbarung so vieler verschiedener Wahrheiten werdet ihr ein tieferes und klareres Verständnis davon haben, wer und was ihr wirklich seid. Diejenigen von euch, die Teil des erwachten Kollektivs sind, wissen, dass ihr so viel mehr seid als eure physischen Körper. Ihr wisst, dass ihr so viel mehr seid als dieses eine Menschenleben, so viel mehr als euer Verstand und eure Gedanken. Die meisten Menschen verstehen nicht, dass sie auch ein Teil einer größeren Familie sind. Ihr seid Teil einer galaktischen Familie und einer galaktischen Gemeinschaft. Und je weiter ihr in diesem Jahr 2023 lebt und euch entwickelt, desto mehr Beweise werdet ihr dafür finden. Je mehr aufgedeckt und enthüllt wird, desto mehr Menschen werden sich zu Wort melden und sagen: Ja, das war mir bewusst. Ich weiß um diese Wahrheiten. Und wenn ihr als Gesellschaft euer Selbstverständnis ändern könnt, werdet ihr die Blüte des Bewusstseins sehen, die sich ganz natürlich einstellt, wenn mehr Wahrheiten aufgedeckt werden. Die Menschheit kann auf eine lange Geschichte der Interaktion mit Außerirdischen zurückblicken und ohne die Hilfe Außerirdischer würdet ihr nicht einmal in der Form existieren, in der ihr heute seid. Sogar in der darwinistischen Theorie gibt es ein fehlendes Glied und dieses fehlende Glied ist das Eingreifen von Außerirdischen. Ihr habt bereits die Knochen von Riesen auf der Erde entdeckt und das hat bisher nur wenig Aufmerksamkeit erregt. Aber je mehr davon ans Licht kommt, je mehr aufgedeckt wird, desto unbestreitbarer wird die Wahrheit über eure Geschichte. Und je mehr ihr zu dem Wissen erwacht, wer ihr als galaktische Wesen wirklich seid, desto leichter fällt es euch, die wichtigste Wahrheit zu akzeptieren, nämlich, dass ihr Quellenenergiewesen seid. Wenn ihr die Vorstellung hinter euch lasst, dass ihr Menschen seid, die nur ein einziges irdisches Leben haben, wird es für euren Geist möglich, sich in das Wissen auszudehnen, dass wir alle eins sind. Und das eine, das wir alle sind, ist die Quelle. Ihr habt in den letzten Monaten gezeigt, dass ihr bereit seid, mehr von diesen Erkenntnissen zuzulassen, und so wird es auch kommen. Und wenn dies geschieht, werdet ihr ein exponentielles Wachstum erleben. Ihr werdet mehr Beweise für das Massenerwachen sehen, von dem wir gesprochen haben, und ihr werdet besser auf den vollständigen und offenen außerirdischen Kontakt auf der Erde mit allen Menschen in allen Ländern und auf dem ganzen Planeten vorbereitet sein. Ihr habt natürlich schon früher in alten Zivilisationen Kontakt gehabt, und es gibt ihn auch weiterhin für diejenigen, die bereit sind, ihn zu empfangen. Aber es war eher persönlich. Und das, worüber wir hier sprechen, ist globaler. Denn ihr müsst diese Veränderungen im Bewusstsein der Menschen vollziehen, bevor ihr sie in der physischen Welt des Planeten Erde sehen könnt. Ihr habt gezeigt, dass ihr dazu bereit seid, und was euch offenbart wird, wird für diejenigen unter euch, die Teil des erwachten Kollektivs sind, nicht so weltbewegend sein, aber ihr werdet sehen, dass mehr Menschen um euch herum diese Wahrheiten akzeptieren und das wird euch helfen,
euch in dieser nächsten Phase eurer Bewusstseinsentwicklung besser zurechtzufinden. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.